Husa Leute, ja, und willkommen bei einem neuen Part von Deus Ex 3 Human Revolution. Diesmal ist das Ganze, also, ja, es ist natürlich immer noch nachkommentiert, aber der nächste Part wird es nicht mehr sein. Dann werde ich endlich wieder Echtzeit-Let's Playen, oh mein Gott. So, jetzt werden wir das hier mal hacken. Ja, sieht relativ, ja, eigentlich relativ leicht, aber wenn man die Bonus haben möchte, dann könnte es etwas schwierig werden. So, mal holen wir erstmal die Freigabe, denn dadurch... Ja, mit dem Nuke-Virus. Ich habe natürlich ganz viele Nuke-Viren. Ich glaube, ich mache das auch. Ja. So. Und das ist wieder 50%. Das müsste ich eigentlich locker schaffen. Ja. Mach doch mal, Herr Grau. Ja. Jetzt. Okay. Das mache ich jetzt auch. Boah, was laber ich denn da? Oder was habe ich da gelabert in der Zeit? Jetzt mach doch endlich. Klick doch endlich die... Jetzt klick doch. Was mache ich denn da? So. natürlich jetzt ausgelöst. Aber trotzdem, ich glaube, ich mache jetzt erstmal was Schwieriger. Es macht jetzt keinen Sinn mehr. Gut, die Zeit wird langsam ein wenig knapp. Zugriff deswegen habe ich jetzt einfach doch die schnelle Methode gemacht, das Quick and Dirty Prinzip. Und ich mache die ganzen Kameras endlich aus, die uns letztes Mal so gestört haben. Hahaha! So! Gehen wir mal hier raus. Und, ja, da sieht man Wasser mit Servern oder was das auch immer unten ist. Keine Ahnung, wassergekühlte Server. Ich habe keine Ahnung, Leute, was das da unten sein soll. So, mal gucken mal, was passiert, wenn ich durchlaufe. Dann geht da hinten die Klappe auf und da kommt ein Sicherheitsroboter raus. Natürlich geht auch der Alarm los. Okay, ja, Sicherheitsroboter sollten eigentlich gar kein Problem sein, ne, mit meinem EMP-Granaten. Aber natürlich, ich will das Ganze natürlich ohne Alarm schaffen. Ich wollte mal gucken, was passiert, wenn ich das tue. So, und da ist ein geheimer Weg. Was heißt ein geheimer Weg? Ein alternativer Weg. Da komme ich jetzt so leider nicht rein. Aber wie gut, dass ich schwere Sachen heben kann. Und jetzt komme ich so da rein. Ta-ta-ta-ta. Ach, jedes einzelne Ding, was ich investiert habe, also jetzt von den ganzen Skills her, hat sich echt gelohnt. Super, ich habe bisher nichts verschwendet, glaube ich. So, und da, Betäubungsmunition, Quatsch, Elektroschockpfeile und ein PDA. Das werde ich mir direkt mal vorlesen. Ab sofort gelten die Chemielagerzugangscodes wurden geändert. Für den Rest des Monats gelten die folgenden Codes. Lager, blablabla. Wartungssteg 5720, Depot 4444. Gemäß der geltenden Sicherheitslinien sind sie verpflichtet, alle vorherigen Zugangscodes unverzüglich zu löschen. Ja. Achso, das sind die vier... Achso, 3421, 900... Okay, das sind die ganzen Codes. Na gut, habe ich jetzt vier Codes bekommen, einen PDA. Das ist doch schon mal ganz nett. Ab sofort gelten nur Zugangscodes für die Filterräume, blablabla. Okay, könnt ihr euch gerade durchlesen. Im Grunde ist es überhaupt nicht wichtig. So. So, was sind das da? Also, für mich sind das Server. Wassergekühlte Server. Warum auch immer. Vielleicht bringt das in Zukunft was. Auf jeden Fall sind die Wassereffekte an der Wand ganz nett. Ja, es wäre nichts Besonderes, aber sie sind ganz nett. So. Ja, und wieder kraxeln wir durch die Lüftungsschächte, schieben Kisten jetzt mal beiseite. Und hier ist weiterhin kein Typ. Das heißt, wir haben hier jeden Typen erstmal besiegt. Die Gegend ist gereinigt. Und ich gucke mich hier um. Aha, Betäubungspfeile und Elektroschockpfeile. Das hat sich doch mal wieder gelohnt, hier entlang zu flutschen. Flutschen? Egal. Hier hinter gibt es nichts. Ihr könnt jetzt hier ein bisschen durchlatschen. Gibt's da hier... Eigentlich müsste da hinten noch ein Laserding sein. Okay, zumindest ist hier eins. Und hier, ne? Alles klar. Könnte ich hacken, aber nö, tue ich nicht, weil ne, ist halt nicht nötig, ne? Ansonsten verbrauche ich wieder irgendwelche komischen Sachen, die ich nicht brauche. Und ja, da ist wieder eine Security-Tür mit einem Roboter. So, da könnte ich wieder das Pattern abwarten, könnte dann durchgehen. Aber nö, ach Quatsch. Ja, danach kommentieren ist hier wieder blöd. So, da habe ich gesehen, ha, vielleicht könnte man da oben drauf hüpfen, wenn man es etwas besser hinstellen könnte. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder gerade hinstellen, das ist gar nicht mal so einfach, deswegen schmeiße ich es erstmal hin und zack, da steht es wieder, wie eine 1. So, und jetzt drauf hüpfen. So, dann komme ich da hoch. Sieht eigentlich nicht schlecht aus, aber nee, klappt erstmal nicht. Oh nein, jetzt habe ich es fast wieder umgekippt. Ja, ne? Und ich habe es nochmal gerade geschafft, okay.
Okay, jetzt nochmal ein Versuch, darauf zu kommen. Gut, im geduckten Zustand geht das nicht, ist natürlich klar. Also nochmal hüpfen. So. Und es sieht doch etwas schwer aus. Vielleicht kann ich da auf diesem Ding landen? Nein, auch nicht. Ich glaube, ich lasse es dann an der Stelle dann doch sein. So, dann gehe ich jetzt hier durch, weil, ne, kann ich halt einfach. Und was gibt's hier? Munition, die ich nicht brauche. Und das sieht ja verdächtig aus. Dahinter könnte ja was Besonderes sein. Oder unter den Kisten etwas Besonderes. Aber da befindet sich leider nichts. Schade. So. Dann gehen wir mal da entlang. Da waren wir auch noch nicht. Machen wir mal die Türchen auf. Und was befindet sich da? Ein Revolver und Revolvermunition, die brauche ich nicht. Aber ein Nuke-Virus. Sowas nehme ich immer gerne mit. Okay, und hier ansonsten befindet sich nichts mehr, auch nicht mehr da. Okay. Gehen wir die Treppen mal hoch und dann müssen wir eigentlich daraus kommen, wo wir angefangen haben. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, in diesem Raum haben wir hier alles begonnen. So. Die Musik gefällt mir sehr gut. So, die Zugangscodes für diesen Raum haben wir jetzt. Genau, 0821. Und rein da. Wie gut, dass ich da unten drin war. Mal gucken, was es uns diesmal gebracht hat. Okay, das sind 3 Spinte. Mit Munition und Geld. Also EMP-Granate nehme ich gerne mit. Und Geld auch. Aber die Munition, die hätte mir gestohlen bleiben können. Dann gucke ich noch, ob da oben was drauf ist. Nein, darauf ist auch nichts. Ach, mal kurz was wulpsen. Und sonst ist hier nichts mehr. Na gut, hat sich kaum gelohnt. Aber wie auch immer. So. Ja, hier war ich doch eben schon. Ja, ich glaube, da war ich ein bisschen verwirrt. So. Und dann gehe ich... Ja genau, da wollte ich da versuchen, darüber zu hüpfen, um eine Abkürzung zu nehmen. So, aber das Spiel hat da echt eine fette Begrenzung, dass man da nicht drüber springen kann. So, das sieht jetzt aus, als hätte ich es doch noch schaffen können. So. Ich springe da ein bisschen, um zu gucken. Eigentlich müsste ich ja höher springen können. Da habe ich gleich noch eine nette... Ah, nein, da ist ja noch ein Virus, den ich gerade... Ach, scheiße. Ah, wenn man... Man muss schon genau hingucken. Jetzt wieder... da rechts ist gleich etwas. Na gut, man kann es jetzt gerade nicht sehen. Das ist kein Nuke-Virus gewesen, sondern das war ein Stoppwurm, genau. Da rechts, da unten konnte man gerade sehen. Ach, dämlich, da unten war er wieder. Na gut. Ich versuche jetzt wieder drüber zu hüpfen, wie gesagt, ne? Und hier, da versuche ich... Ich mache jetzt wieder einen Volljump. Und höher kann ich aber nicht hüpfen. Also ist da quasi wirklich eine Begrenzung. Das hätte man schöner lösen können. Ach mein Gott. Warum macht man denn das? Das wäre ja ein alternativer Weg gewesen, den ja, die Spielentwickler so gar nicht eingeplant hätten. Das wäre doch eigentlich gar nicht mal so schlecht gewesen. Nun gut, ich habe keinen Bock auf die blöden Laserbarrieren. Deswegen gehe ich einfach den Weg unten entlang. Ne, dann habe ich kein böses Risiko, dass ich irgendwas aktiviere und ich eventuell ja, nochmal den Speicherstand neu laden müsste. Deswegen gehe ich einfach unten entlang. So, durch die Gänge. Und ich finde es immer noch so geil, dass man so viele verschiedene Wege gehen kann. Ja. Sehr schön. Gut. Und dann probiere ich, glaube ich, noch etwas. Ich glaube, ich mache es auch mal aus Schuxendollerei. Diesen Security-Bot zu aktivieren und mal gucken, ob ich den besiegen kann, oder ich wollte gucken, ob da vielleicht was drin ist. Genau, das war's. Also, was mache ich? Ab durch die Laserbarriere mal gucken, was es da drin gibt. Hallöchen. Hallo. Hallo. Ja. Aber dann gibt's nichts, wie man gerade sieht. Schade. Nun gut. Ja, dann lassen wir das doch einfach sein. Und gehen dann durch diese Tür. Diese geheimnisvolle Tür. Wohin sie uns führt. Das weiß keiner. Nur ich. Und die Leute, die das Spiel bereits gespielt haben. Aber sonst keiner. Und unten auf der Karte sieht man, da ist ein Gegner. An dem müssen wir uns wieder ranschleichen. Ansonsten bemerkt er uns und es gibt Alarm. So. Und den hauen wir mal schön aufs Maul. Und das war's. Gut. Ja, dann schleppe ich den gerade mal auch an eine Stelle, wo man den nicht mehr sehen könnte, falls jemand hier rumpatrouilliert. Ja, komm jetzt her, du blöder Sack. So, dam, der hat morgen Kopfschmerz, wie sonst was. So, und was hast du bei dir? Credit Chips, nehmen wir mit.
Auch wenn nicht allzu viele sind. Gut. Dann haben wir da einen Raum und da einen Raum. Wie gut, dass ich alle... Nein, den Zugangscode habe ich nicht. Da muss ich hacken. Das ist natürlich jetzt doof. Aber da muss ich hacken. Gut. Rechts muss ich hin. Ich habe zwei verschiedene Wege. Und ich glaube, ich will alles haben. Mit dem Spam-Ordner. Gut, das mache ich direkt nochmal von vorne, weil ich habe ja noch ein paar Versuche. So. Spam-Ordner will ich haben, um den gegnerischen Server zu verlangsamen. So, das sieht doch jetzt gut aus. Wenn ich das mir jetzt hole, dann habe ich schon mal einen riesen Vorteil. So. Jawoll! So läuft das hier. Dann, na, was mache ich jetzt am besten? Ich könnte das jetzt mit dem Nuke-Virus mir holen, weil ich habe ja genug. Und dann mir den Kubus holen. Oder ich gehe erstmal da oben, hole mir die Freigabe, damit es bei mir etwas schneller geht, alles zu hacken. Na, schade, jetzt muss ich alles ganz schnell hacken und alles ein bisschen noch dicht machen. Aber das habe ich ein wenig verpasst. Und, ja, schnell noch das noch hacken. Schade. Hat nicht mehr gereicht, die Zeit. Schade. Da war ich gerade in Panik verfallen. Hätte gar nicht sein müssen. Auf jeden Fall, was gibt es hier? Kohle und Munition, die ich nicht brauche. Gibt es sonst noch was Nettes hier? Ja, Betäubungspfeile. Die sehe ich immer ganz gerne. Okay, hier ist ein Radio. Ja, schön. Ansonsten gibt es hier auch nichts mehr. Hätte man doch mit etwas mehr Sachen füllen können, wie ich finde. Wie zum Beispiel einen Raketenwerfer oder sowas. Ja. Ich schleiche mich immer noch ein bisschen vor, weil ich nicht weiß, was hinter dieser Ecke sein könnte. Nix. Sehr schön. Gut, da kann ich jetzt eigentlich laut wieder werden und etwas rummarschieren. So, die Tür ist bereits offen. Ist auch nicht schlecht. So, was haben wir hier? Nichts. Und hier auch nichts. Nun gut, normalerweise würde ich nur versuchen, die eine Wand zu sprengen. Da hinten da, ne? Das ist ja ein bisschen auffällig. Da könnte ja... Hätte ja eine Tür sein können. Wo die haben wir mal zugemauert hat. Da jetzt, da hinten, da vorne. Aber nee, ich habe ja meine Sicht, wo ich durch Wände gucken kann. Ja, das war nicht da. Aber ich habe ja meine Sicht. Da muss ich es gar nicht erst versuchen. So, das sieht doch nach einer Bedientafel aus. Kann ich aber nicht bedienen. So, und hier kann ich mich wieder reinhacken. Und das tun wir doch mal. Das ist eine Sicherheitsstufe 2. Das kriegen wir doch locker hin. Okay, das sieht nett aus. Natürlich gehen wir erstmal den leichten Weg. Nicht entdeckt. Ja, er wurde nicht entdeckt. So, wenn ich den hier mache, dann löse ich eventuell einen Alarm aus. Also noch eher, wegen 70% Chance, glaube ich. Oh, das war nicht gut. Dann machen wir es nochmal von vorne. Hacken. So. Dann gehen wir jetzt da rein. Nochmal. So, einen Transfer mal nochmal 50% versuchen. So. Was machen wir nun? Gehen wir doch lieber den oberen Weg entlang, weil da kann ich direkt noch einen Datenkubus mitnehmen. Und da mache ich nur die Knotenpunkte, also die beiden Transfere mache ich dann einfach dicht, wenn der Alarm losgehen sollte. Und das sollte dann als Erschwerung genügen. Falls ich entdeckt werden sollte. So, dann noch den Transfer holen. Wenn ich dabei entdeckt werde, habe ich noch genug Zeit, ihn noch zu sperren. Oder beziehungsweise zu erschweren. Den Datenkubus, das müsste alles locker funktionieren jetzt eigentlich. Gut, dann erschwere ich das Ganze jetzt, wie gesagt. Dann kann mir keiner was. So, dann jetzt da rein. 30 Sekunden habe ich Zeit. Ach Gott, da habe ich ja noch unheimlich viel Zeit. So, warum habe ich den mit dem Nuke-Virus geöffnet? Ich depp? Egal. Zugriff gewährt. Zumindest habe ich jetzt wieder einen neuen hinzubekommen. Gut, was haben wir hier Feines drin? Da ist nichts. Munition. Munition. Super! Das hat ja... Ah, genau, da habe ich mich auch gerade wirklich geärgert, wie man gerade gesehen hat an meiner Bewegung. Hat mir nichts gebracht. Dann gehen wir einfach weiter. Okay. Noch mehr Hinterräume. Ja. Dann gehen wir doch einfach mal den Aufzug ein, denn hier gibt es ansonsten nichts mehr. So, fahren wir hoch. Kommt jetzt nicht eine Nachricht von Pritchard? Ich bin in einem Aufzug, der mich zum Pengo bringt.
Irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen, von denen ich wissen sollte? Es dürfte keine größeren Probleme geben. Das Pengu dient hauptsächlich zur Wartung und als Lager. Suchen Sie nach einem zweiten Aufzug, wenn Sie dort sind. Er bringt Sie direkt in den Turm. Ja, das freut doch. So. Und jetzt sind wir im Pengu. Dann, hier links gibt es nichts. Da gibt es was zum Hacken, da was zum Hochwerfen, zum Werfen, da sind ein paar Spinte. Und hier gibt es elektrifiziertes Wasser. Das ist nicht so schön. Da bloß nicht drauf treten. Schön aus dem Weg gehen. Alles läuft dann in diesen Schacht rein. Und wow, was für eine Aussicht. Das ist Hengsha von oben. Und da oben sieht man schon, es ist nicht mehr weit. Dann sind wir oben. Und da oben fährt eine Bahn entlang. Okay. Ja, aber was für eine Aussicht, oder? Das haben sie echt schön geschaltet, die Entwickler. Und da oben, wie gesagt, die Stadt der Besserverdienenden. Ha, da ist ein Schacht. Da gehen wir doch mal rein. Schwer und böse versteckt. So. Da rechts könnte ich ihn noch entlang. Okay. Was haben wir da? Ein Energy-Riegel. Und ein Peps. Sehr schön. Betäubungsgewehre und noch mehr Peps-Munition. Sehr, sehr schön. Und, was haben wir da noch rechts? Na, jetzt drehst du dich nochmal um. Auf jeden Fall hier nochmal ein PDA. Ja, und da war noch was drin. Mein Gott, geh doch nochmal zurück. Komm, geh doch nochmal zurück. Egal, ich gehe auf jeden Fall gleich nochmal zurück. So, hier ist ein Spind mit Schrotpatronen, die ich nicht brauche. Und Kohle. Und ja, gut. Ansonsten gibt es hier auch nichts mehr. Da blinkt etwas, das gucke ich mir auch nochmal an. Da ist nix. Und, wer hat's gedacht, ein Stoppwurm. Ja, das Erkunden lohnt sich halt definitiv doch noch. So, das habe ich jetzt schutzig gemacht, ob hier drunter auch noch was ist. Aber nein, natürlich nicht. So, und was haben wir denn da? Oh. Da, das meine ich jetzt nämlich eben. Der Strom ist weg und ich kann durchs Wasser warten. Endlich. So. Und doch mal, es sieht immer noch so geil aus. Oh, herrlich. So. Da drunter was? Nö. Da drunter was? Nö. Flatsch. So. Und, na, das ist doch auch auffällig. Da, dahinter muss doch was sein. Richtig, und da ist auch was. Bekommen Erfahrungspunkte und Kohle und eine Schockgranate. Die nehme ich auch ganz gerne mit. So. Dann nichts wie weiter. Haben wir drunter was? Nö, auch nicht. Lass ich mir einfach mal. Nee, weiß ich. Versuche ich da rauszuschmeißen. Aber hat nicht funktioniert. So, da oben komme ich hoch. Da komme ich aber auch hoch. Und das gucke ich mir noch ein bisschen lieber an. Da sind noch ein paar Kisten. Mal gucken, ob dahinter noch was ist. Da ist nichts. Weg damit. Da macht sie wieder Flatsch. Da war noch eine Kiste. Die hätte ich eigentlich auch mal gucken müssen. Aber na gut. Egal. Weg damit! Da ist auch nichts. Weg damit. Okay. Ja, dann bleibt mir nichts anderes, als da hochzugehen. Und dann die Leiter. Ach, und es sieht immer so toll aus. Ach, herrlich. So. Jetzt gehe ich da hoch. So. Und das sieht mir doch eher wieder etwas gefährlicher aus. Habe ich mir zumindest gedacht. Aber hier befindet sich immer noch kein einziger Gegner. Na gut. Da oben ist nichts drauf und hier befindet sich nichts. Aber da, das muss ich doch wegschieben. Da ist doch was. Und drei Spinte. Wieder 300 Erfahrungspunkte mit Elektroschockpfeile und Betäubungspfeile. Sogar zwei Stück. Ja, das ist doch geil. Da drauf ist nichts. Darunter ist auch nichts. Ach, es ist ein Suchspiel. So. Da drauf habe ich ja schon geguckt. Da ist nichts. Okay. Und hier an der Ecke ist da auch noch was. Ja, da ist ein Lüftungsschacht. Und da brauche ich etwas, um... Ja. Das Ding brauche ich, genau. Ja, schnapp es dir. Und damit geht man ziemlich langsam, wie man es gerade merkt. So, ablegen. So, dann mache ich erstmal... Dann mache ich halt zuerst die Tür auf, ist mir jetzt egal. Okay, das ist der Aufzug, der uns dann in den Tower bringt, der den Pritchard eben angesprochen hat. So, da unten gibt's etwas. Als nächstes runter. Wegbereiterpunkte, 400 Stück, das ist geil.
Was haben wir hier? Ein Munitionsupgrade, eine Leiche mit einem PDA-Zugangspass. Das ist ganz neu für uns. Und Kohle, glaube ich. Ja, 420. So. Und einem E-Book. So. Besser als die Natur. Auszug aus einer Rede von Yudaro 2022 bei der Human Plus Conference in Kyoto hielt. Im Laufe meines Lebens wurde mir immer wieder Arroganz vorgeworfen. Von meinem Vater, von meinen Tutoren, meinen Altersgenossen und meinen Rivalen. Und all diesen Personen entgegne ich, ja, wenn Arroganz bedeutet, eine Technologie zu entwickeln, die der bisherigen überlegen ist, dann bin ich in der Tat arrogant. Die Arroganz, das Streben, bestehende Grenzen zu überwinden, ist genau das, was uns zum menschlichen Wesen macht. Die Wahrheit ist doch, dass die Natur ein planloser und fehlerhafter Schöpfer ist. Das soll nicht heißen, dass in der Natur weder Anmut noch Schönheit zu finden sind. Aber ich bin immer so gewillt, schnell zu reden, aber dann am Ende komme ich immer doch noch mit Zeit raus. Also aber, nur der Mensch ist in der Lage, diese Prototypen zu überarbeiten und zu verbessern. Wir sind uns der kritischen Stimmen zur Humanaugmentierung bewusst. Diese Menschen haben genauso das Recht auf freie Meinungsäußerung, wie wir das Recht haben, ja sogar die Arroganz, sie zu ignorieren. Wir können die Natur übertreffen, wir können uns selbst verbessern und mit jeder neuen Generation weiter über uns hinauswachsen. Was wir sind, ist nur ein Sprungbrett zu dem, was wir sein können. Ja. So könnte ein Weltverbesserer klingen, so könnte aber auch jemand klingen, der größenwahnsinnig ist. Und da unten ist noch Kohle. Aha, aha, aha. Da will ich doch noch runtergehen. So. Und hier gibt's nochmal Kohle. Und Erfahrungspunkte. Aber das waren jetzt nur 40. Hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Wo komme ich denn jetzt hier entlang? Aha! Da waren wir doch eben. Und da hätte ich die ganze Zeit schon lang gehen können. Mir die Kohle zumindest schon mal abgreifen können. Na gut, ich hätte jetzt eh nochmal hochgehen müssen. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Zugangspass, der uns schon mal ziemlich weiterbringt. Wie wir gleich sehen werden. So, da komme ich dummerweise nicht wieder hoch, deswegen muss ich jetzt tatsächlich den ganzen Weg wieder hochjumpen und hochklettern. Ach, das tut mir jetzt gerade leid. Aber das gehört genauso dazu wie das Scheißen zum Menschen. Ja, beides ist unangenehm, aber beides gehört dazu. So, wie ich finde, ein sehr schöner Vergleich. Gut, Taiyang Medical, unsere Feinde. So, genau, ich habe die Quelle des Sicherheits... Was? Okay, ach komm, könnt ihr gerade selber durchlesen. Ja, Stromkabel, ne, habe ich jetzt eben abgemacht, ist ja alles in Ordnung. Das war jetzt das PDA, was da stand. Blablabla. Stromschlag, bitte vorsichtig, Wartungspersonal gesichert ist, ja, habe ich gemacht. Ich habe die Quelle des Sicherheitsloses entdeckt. Harvester sind in das Gelände eingedrungen. Sie hoffen vermutlich, verschiedene Teile und Technologien aus unseren Lagern zu stehlen und auf die Straße zu verkaufen. Ich halte einen ihrer Komplizen gefangen. Ich gehe davon aus, dass sie dieses Verhör durchführen möchten. Aha. Den Typen will ich finden. Den Typen will ich finden. Das wusste ich noch gar nicht mehr. Okay, dann fahren wir mit dem Aufzug hoch. So. Und natürlich, wenn wir mit dem Aufzug hochfahren, dann verstecken wir uns direkt auch hinter diesem Teil. Was schlecht aufgelöst ist. Jensen, was genau suchen Sie eigentlich? Eine Überwachungsaufnahme. Van Bruggen hat gesagt, er hätte sie irgendwo auf einem Server gespeichert. Er hat bestimmt den Datenkernraum gemeint. Höchste Sicherheitsstufe. Einige Stockwerke über der Stelle, wo sie den Aufzug verlassen. Aber die ersten Gänge sind noch öffentlich zugänglich. Sie sollten also ihre Waffen wegstecken. Scheiße! Das heißt aber nicht, dass ich mich trotzdem rumkloppe. So. Und wieder ganz, ganz viele Erfahrungspunkte bekommen. Ist das nicht schön? Ja, das ist schön. Gut. Und zack. Was zur Hölle? So sieht also die Welt von oben aus. Ein ganz klarer, eine ganz klare, wie nennt man das so schön? Änderung, also nennt man das. Also das ist ganz klar, die Leute hier oben sind reich und können sich die Welt in grünem vor, können sich grün leisten und die Leute unten müssen tatsächlich in diesen hässlichen Slums leben. Wo Kriminalität und Gewalt regiert. Und hier oben geht es den Leuten gut. Die Schweine. Na gut, man kann es ihnen auch nicht vorwerfen. Ich würde natürlich auch ein Leben in Schönheit lieber vorziehen. Aber, trotzdem sehr krass, die Zweiklassengesellschaft. Das muss nicht sein. Oh, und ich wollte eigentlich keine Waffe ziehen. Keine Waffe ziehen! So.
Mal gucken, was dieser Typ jetzt mit mir zu sagen hat. Und aha, das Gebäude geht also hier so rum. Und man sieht, das Gebäude ist riesig. Hallöchen. Sie müssen einer von denen sein, die gerade befördert wurden. Physisch augmentierte Arbeiter wie Sie findet man normalerweise im Cryolager. Im unteren Teil des Gebäudes. Na, das klingt doch sehr verdächtig. Ich warne Sie. Kommen Sie mir nicht in die Quere. Sonst schleppen Sie für den Rest Ihres Lebens im Keller schweres Gerät. Alles klar. Keiner guckt gerade zu. So. Und keiner hat's bemerkt. Dann bleibst du auch weiterhin ein ausgenockter Typ. Du hast es dir verdient. So. So, das ist der erste ausgenockte Typ, den ich auch mal möglich mal ausgenockt lasse. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht ganz genau, was ich in Detroit gemacht habe. Hat der was dabei? Nö. Also hat es sich kaum gelohnt, den Typen K.O. zu schlagen, bis auf meine Ehre zu retten. So. Ja. Direkt den ersten Typ von Taeyang Medical ausgenockt. So gehört sich das. Inakzeptabel. Ich muss sofort ins Lee Jin Labor. Ja, ich weiß, dass ich meinen Zugangspass verloren habe, aber es ist verdammt nochmal Ihre Aufgabe, mir schnellstmöglich einen neuen zu besorgen. Ich habe wichtige Termine einzuhalten. Seid ihr? Ich weiß ja nicht, ob Sie schon mal Ihren Zugangspass verloren haben, aber bis man einen neuen hat, ist man mit den Nerven am Ende. Unsere Verwaltung kann manchmal dermaßen inkompetent sein. Ich bin sicher, Sie haben Anweisungen, die Wissenschaftler nicht zu belästigen. Du hast Brüste. Ich rede mit Ihrem du Vorgesetzten. Du hast Brüste. Ja. Mit meinem Vorgesetzten, Seraf Industries, ich glaube, das wirst du nicht tun. Ah, guckt euch das an, ey! Das ist so abgespaced. Und das soll alles schon in 11 Jahren sein? Oder doch, ja? Ja, ich glaube, es sind 11 oder 10 Jahre. 11, 10, 11, 12, 30, 40, 70. 1 Million Jahre. Ja, du sollst Ärger kriegen. Nein, habe ich nicht. Oh, Wachen. Oh, Scheiße. Oh. Zum Glück war das Ding relativ leicht. Aber jetzt dachte ich, jetzt gehen die Lichter aus. Erschlagen von einem Automaten. Merkt euch das mal. Erschlagen von einem Automaten. Merkt euch das doch mal. Auf jeden Fall ist der Typ nicht schlecht bewaffnet. So, auf jeden Fall kann ich einfach so an den Leuten vorbeigehen, das gefällt mir ganz gut. Da ist eine Kamera, da gehe ich lieber noch nicht entlang. So, die Typen kann ich jetzt halt nicht so einfach ausnocken. Was mache ich denn da? Haben Sie Probleme mit dem Sicherheitspersonal? Diese Bell Tower-Typen haben einfach keine Manieren. Die beiden da hinten wollten Geld von mir. Oh. Ist das zu fassen? Man fragt sich, ob die uns beschützen oder einschüchtern sollen. Vielleicht sogar beides. Ja, komm, ist gut. Hallo. Ja, die sind alle ein bisschen... Ach, hier war es mal. Verkaufsautomat, ne? Erschlagen von einem Automaten, hast du gesagt, ne? Das wär's doch. So, da hast du es, du Sackgesicht. Aber das lassen wir natürlich nicht auf uns nehmen. Ich habe keinen Bock auf Alarm und auf Fight. Das werde ich tatsächlich im nächsten Part ein wenig machen, ja? Ich werde ein bisschen rumschießen, tatsächlich. Ich habe mich doch mal ein bisschen dazu abgerungen. Aber ich werde das Ganze auch nicht so stehen lassen. Also ich werde ein bisschen rumschießen. Mal gucken, wie weit ich komme. Wahrscheinlich werde ich nicht weit kommen, weil ich nicht drauf geskillt habe. Da ist ein Schacht, sieh meine an. Also weil ich nicht drauf geskillt habe. Und deswegen werde ich sowieso am Ende nochmal neu laden. Aber trotzdem ein bisschen Riot machen, das gefällt mir noch. Ein bisschen Havoc, Wrecken und Riot. Was haben wir hier? Na, das war ein Raum, den ich mir eben einsehen konnte. Da gehe ich doch mal rein. Und da auf dem Tisch ist ein Zugangspass. Her damit! So. Und Betäubungspfeile, sehr schön. Und... Verdammt, der Typ hat mich in diesen Raum gesehen. Das findet der Typ also nicht mehr so lustig. Aha. Also... Dann darf der Typ uns einfach nicht sehen. So. Nehme ich das mit. Und jetzt so weit wie weg möglich aus seinem Sichtfeld bleiben. Und ich kann es noch so mitnehmen. Okay. Dann jetzt vorsichtig. Vorsicht. Das sieht mir ein bisschen schief aus, oder? Das ist doch ein bisschen sehr, sehr schief. Ach so, wegen dem
nennt man das so schön, wegen dem Trageteil. So. Das Ding will ich eigentlich gerne hacken, aber es geht halt einfach gerade nicht. Was mache ich denn da? Ich speichere und mache die Tür auf. Ich versuche den Typen anzulocken, dann haue ich den Typen einfach um. Leider wurde doch noch Alarm aktiviert. Also, das kriegen wir besser hin. Das kriegen wir besser hin. Also, das ist gleich normal. Verdammt nochmal. Verdammt nochmal, das muss doch gehen. Mensch. Also, ich gehe da, glaube ich, eher auf die andere Seite. Okay. Und jetzt mal gucken, ob der Typ mich bemerkt. Nein, er sieht mich nicht. So. Rein mit dir. So. Die andere Wache kommt mir gerade entgegen. Das ist nicht so schön. Komm. Schön hinter diesem Tisch verstecken. So. Und der Typ ist da. Dann machen wir das Gleiche doch noch einfach nochmal. Und dann haben wir schon mal zwei Wachen weniger. Hier ist nichts drin. Okay. Also, der Typ kommt. So. Ich mache die Tür jetzt auf, damit ich ihn anlocke. Er ist nur alarmiert. Das heißt, nicht Alarm ausgelöst. So, jetzt kommt er durch die Tür. Und? Ah, er hat mich bemerkt. Nochmal von vorne. Gut. Aber jetzt nochmal. Was zum Teufel? So. Tü. Und jetzt bist du weg. So, es hat sich doch gelohnt. Und das Video geht noch eine Minute. Ich glaube, ich werde mich schon mal verabschieden. Werde dann im nächsten Part dann endlich wirklich normal weiter Let's Playen. Und diesen PDA, das werde ich dann vorlesen. Und das Ding hier hacken und dann aber weiterspielen. Also Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Deus Ex Room Revolution mit mir, Level 4. Das speichere ich gerade noch. Und dann sage ich aber auch schon Tschüss. Sage ich hier schon Tschüss? Weil das Video geht noch 20 Sekunden. Noch 15 Sekunden. Ja gut. Ich sing mal was für euch. Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein. Stock und Hut steht ihm gut.